Kann ich meinem Pferd ätherische Öle inhalieren? Die kurze Antwort lautet nein. Die lange Antwort hat zwei Gründe. Erstens, ätherische Öle sind hochkonzentrierte Wirkstoffe und die können schleimhautreizend wirken, besonders wenn die Dosierung nicht ganz beachtet wird. Gerade wenn wir ein Inhalationsgerät verwenden und die Stoffe vernebelt werden, dann gelangen sie sehr tief in die Lunge und es kann dazu kommen, dass das Pferd eine Schleimhautreizung und auch einen Bronchospasmus erfährt und so einen akuten Atemnot hat. Außerdem reagieren einige Pferde allergisch auf die ätherischen Öle und wenn wir sie dann in der tiefen Lunge haben, ist das eine Extremsituation und ein großes Problem. Zweiter Grund, warum wir keine ätherischen Öle über ein Inhalationsgerät vernebeln, ist das Gerät selber, also die Technik. Denn es ist so, dass die Inhalationsgeräte dadurch kaputt gehen. Einmal wird das Plastik spröde und bricht und zweitens, noch wichtiger, die Vernebeleinheit oder auch der Mesh-Einsatz werden nach schon einigen Malen beschädigt und sind dann nicht mehr zu benutzen. Also zwei Gründe, einmal die schleimhautreizende und allergische Komponente und die technische Seite, warum du ätherische Öle nicht durch ein Inhalationsgerät vernebeln solltest. Ja, wenn du zur Vertiefung noch mehr zu Hustenpferden hören möchtest, dann empfehle ich dir zwei Podcast-Folgen, die du dir kostenlos anhören kannst. Einmal Atemwegserkrankungen beim Pferd und die Folge über den Lungensport. Wenn du einmal das Thema Hustenpferd von Grund auf aufarbeiten möchtest, also welche Diagnostik macht Sinn, was kann ich im Training machen und wie treffe ich meine Entscheidungen basierend auf fachlichem Hintergrundwissen, dann empfehle ich dir den Lungenkurs, den Intensivworkshop für Lungenpferde. Hier bist du zudem mit einbezogen, sodass du aus dem Hamsterrad von Verzweiflung, Ängsten, aber auch Unsicherheit rauskommst und selber wieder tätig wirst, die Lebensqualität für dein Pferd zu verbessern. Denn erinnere dich immer daran, du bist das wichtigste Mitglied im Expertenstaat, wenn es um die Gesundheit deines Pferdes geht. Alle Sachen verlinke ich dir natürlich in der Beschreibung, die Podcast-Folgen und auch den Intensivworkshop für Lungenpferde.